Gut. Warte mal, du bist gerade. Bist du neu? Ich meine, du bist neu. Egal. Wir stellen es kurz mal dahin, holen Weiter uns geht's. die 10 Equipment Points. Jo, du sollst einmal auch ihn zersägen. Genau. Drehst dich bitte um und gibst dir schon einmal Heilung. Muss man halt eh gleich wieder beschossen werden. Nox mit deinen paar Lebenspunkten. Ich hoffe, dieser Laser geht jetzt hier nicht los. Werden wir ja gleich rausfinden, nicht wahr? Warte mal. Ja, du bist langsam echt ein bisschen sehr heiß, wenn ich ehrlich bin, aber geh halt mal dahin und verteidige. Dann gehst du. Warte mal. Heile bitte zweimal. Okay, dann könntest du eigentlich direkt nach vorne. Oder warte, du kannst immer noch. Kannst du jemanden anschießen? Kannst du nötigenfalls. Dann schieß nochmal zurück. Warum eigentlich auch nicht? Und du machst dasselbe, indem du nochmal nach vorne gehst. Allzeit bereit, Sir. Hierhin. Und du gehst hier hinter. Ja. Und Brad schießt zurück. Brad schießt immer zurück. Oh, sehr gut. 7 Punkte. Ja, das war nix. Deine Waffe ist aber bald heiß, ne? Das war auch nix. Gott sei Dank nimmt Brad keinen Schaden. Macht nochmal 2 Punkte Schaden. Und deine Waffe ist heiß gelaufen. Okay. Du dürftest auch nicht mehr so unglaublich viel Munition haben. Müssen wir gerade ein bisschen drauf achten. Nicht, dass wir jetzt irgendwie kalt erwischt werden. Sehr gut, Nox. Dich mal gut aufgestellt. Und auch deine Waffe ist leider heiß gelaufen. Es müsste Kühlungsstationen geben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Wunderbar. So Kühlungsstationen, die instant meine Waffe kühlen. Du hast noch 7. Kommt da überhaupt dann gelaufen? Nein, du hast noch 7 Schuss. Du hast noch 9 Schuss. Aber hier drüben sind mannigfaltige Leute, die sich für dich interessieren. Da müssen wir gerade mal gucken. Austin hat noch 19 Schuss. Das ist doch schon mal sehr schön, sag ich mal. Aber ich befürchte fast, dass der Laser hier bald mal losgeht. Bei dir geht es irgendwie gerade noch. Warte mal, wäre es okay für dich, wenn du dich mal. Ja, stell dich mal kurz dahin und heil dich einmal. Dann. Wie viel hast du denn? 10 von 15, das ist nicht ideal. Dann. Nee, komm. Du heilst dich erstmal komplett. Willst ja alles nix. Oder möglichst komplett. Viermal. Okay, jetzt müssen wir hier gerade mal gucken. Ich habe gerade nicht gespeichert, fällt mir auf. Ja, schlecht. Du könntest dich da hinstellen. Da wärst du. Naja, sicher ist es nicht unbedingt. Muss erstmal Allzeit überlegen. bereit, Sir. Ich hoffe, aber dieser Laser geht jetzt nicht los. Komm, da müssen wir uns ein bisschen drauf spekulieren. Warte mal, du hast Allzeit noch bereit, Sir. 15 Lebenspunkte, du hast 15 Lebenspunkte, du hast auch 15 Lebenspunkte. Also eigentlich besteht gar keine Notwendigkeit, dass du jetzt hier großartig heilen solltest. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter so vor. Du wirst in Verteidigungshaltung gehen. Du wirst ebenfalls Verteidigungshaltung gehen und wirst dann nötigen, etwas eh nur 2 Schüsse abfeuern können. Und du könntest dir aushelfen, indem du ebenfalls Verteidigungshaltung gehst. 3 Leute, ist doch sehr angenehm. Wo seid ihr? Du ebenfalls. Das wäre er gewesen, wunderbar. Jetzt können wir ein paar Leute zurückschießen, oder? Einer. Vielleicht sogar Brad? Nein, leider nicht. Okay. Und? Sehr gut. Eigentlich freue ich mich fast über die Schüsse. Jetzt geht's aber los hier. Genau, jetzt können wir 3 Leute zurückschießen, glaube ich. 7 Punkte zurück. 0 Punkte gegen einen Toten. Deine Waffe ist allerdings heiß gelaufen jetzt. Haben wir ein Glück. 1, 2, 3. Also dieser hier ist losgegangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute leben. Wunderbar. Ich speichere jetzt gerade mal auf Temp 1, müssen wir, glaube ich, wieder angekommen sein. Nox hat 2 Punkte verloren insgesamt. Das ist völlig in Ordnung. Jawohl, Sir.
Brad, deine Waffe ist heiß gelaufen. Der Laser ist gerade gekommen. Das heißt, du kannst einmal schießen. Ja, war nicht so glücklich. Und dann gehst du hier hin. Du könntest dich heilen, aber... Ach, komm. Ach, man ist gerade wieder ein neues wieder. Na, super. Ja, um den sollten wir uns vielleicht auch mal ein bisschen kümmern. Ah, wir haben gerade gespeichert. Komm. Ah, du kannst dich einmal heilen. Und dann in Verteidigungshaltung gehen. Du wiederum gehst... Ah, du musst ja auch ein bisschen mit aushelfen, glaube ich. Du wirst einmal draufschießen. Nochmal draufschießen und... In Verteidigungshaltung gehen. Du musst gegen ihn verteidigen und nötigenfalls gegen ihn verteidigen. Du wirst auf sie schießen, das verstehe ich, aber... Ha, wenn du dich da hinstellst... Was bringt dir das? Du kannst die Munitionskisten nicht greifen, wir müssen uns eh ein bisschen mehr nach rechts orientieren. Warte mal, geh mal kurz dahin. Macht keinen großen Unterschied für dich. Da kannst du ihn attackieren, wunderbar. Kannst du sogar noch einmal heilen. Und verteilen. Gut, du könntest dich heilen, könntest aber auch schon versuchen, langsam davor zu rennen. Geh doch schon mal dahin. Ich höre sie, Sir. Und du... Ja, stehst jetzt gerade ein bisschen dumm da. Heil dich kurz einmal, bitte. Und gehst dann... Na... Ach komm, gehst dahin. Natürlich von hinten auf den einzigen... Genau, wunderbar. Ich find's gut, dass wir denjenigen gleich, also der gerade neu gespawnt ist, praktisch gleich in der nächsten Runde auslocken konnten. Das nimmt uns viel, viel Schaden weg. Auch deine Waffe ist heiß gelaufen. Gut, das überrascht mich nicht wirklich. Jetzt kannst du leider nicht mehr wirklich zurückschießen und kriegst deswegen Schaden. Aber das kann Wayne vielleicht regeln. Mit exakt zweimal heilen. Ich glaube, da ist gerade jemand gestorben. Oh ja, da ist jemand gestorben. Gut, dann laden wir das Ganze auf Temp, von Temp 1. Warte mal, welcher Laser ist gerade losgegangen? Der da unten? Der geht... der geht hier hin, okay. Ich glaube, dann der ist losgegangen. Nee, das ist auch Quatsch. Es muss ja jemand sein, der... Der ist losgegangen. Genau, da müsste mich Brad erwischt worden sein, weil du bist nicht erwischt worden. Liebe Majorin, denke ich mal. Nee, bist du eher nicht. Also ist der gleich dran. Das heißt, du kannst eigentlich direkt hier bleiben. Du wirst nämlich eh gleich erledigt. Okay. Gut, wenn du eh losgehst, dann stell dich einfach nach vorne hin. Dann wirst du nämlich eh gleich auf mich schießen und du kannst dann gleich hier gegrillt werden, das ist doch ganz nett. Du kannst dann ihn ignorieren und kannst dich nur noch auf ihn konzentrieren, was auch sehr schön ist. Zu diesem Zweck heilst du dich zweimal. Und gehst einen Schritt nach vorne. Und in Verteidigungshaltung. Du wiederum gehst, oder was ich auch einmal heilen, warum eigentlich nicht? Und wirst dann voranstürmen. Kein Problem. Du kannst ihn schon erwischen, das ist sehr gut. Komm, wir töten ihn einfach so. Oder auch nicht. Dann sparen wir uns nämlich den einen Schuss. Na, bist du bald mal. Ey, ernsthaft? Wollte gerade sagen. So, deine Waffe ist heiß gelaufen, aber du kannst dich gerade mal selbst heilen. Jawohl, Sir. Warte mal, ich hoffe nicht, dass dieser Laser jetzt losgeht, weil dann hat sich die ganze Mühe gerade nicht so richtig gelohnt. Okay, du kannst nach vorne rennen. Wir schießen zurück. Ohne Schaden. Das ist normalerweise eine gute Entfernung für die Teufel, um anzugreifen, aber offenbar... Ach, Mist. Mache ich auch ordentlich Schaden. Da muss die Majorin wieder mal geheilt werden. Ja, okay. Ah, ein Punkt. Jetzt hoffe ich, dass der Laser losgeht. Und? Du lebst ja noch. Welcher Laser ist dann gerade losgegangen? Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute leben noch. Nehme ich mal so hin. Temp
2. Okay, du hast leider viel Schaden erlitten. 6 Punkte ist ein bisschen viel, nicht wahr? Was bedeutet, du stellst dich mal wieder hier hin und heilst dich erstmal. Warte mal, das ist keine besonders gute Position. Dann stell dich bitte da hin. Du bist leider heiß gelaufen und wirst gleich Munition benötigen. Obwohl, 3 Schuss hast du aber noch übrig. 1, 2, hoffen. 3 und das war's mit der Munition. Dann gehen wir doch mal weg. Das tut weh, Sir. Du bist in Panik? Das ist aber sehr unangenehm. Warum das denn? Du hast doch kaum was verloren, aber egal. Gut, den nächsten Herren mit der Double Fire ziehen wir mal ran. Für die Verteidigungsposition. Du musst jetzt mal offenbar zu Brad hingehen oder zu allen möglichen Leuten hingehen und mal ein bisschen Heilbeistand leisten. Und du musst die Majorin möglichst würdig vertreten. Ah, du kannst doch erwischt werden. Das ist natürlich nicht so glücklich. Wäre schön, wenn du übrigens mal Schaden machen würdest. Das war genug Schaden. Vielen Dank. Ah, da habe ich keine Verteidigung aufgestellt. Klar, wie auch. Brad ist in Panik. Aber ich sehe schon, Vayne ist genau richtig da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute leben noch. Wunderbar. Ich speichere auf Temp 3. So, wer ist dran? Nox ist dran. Nox hat keine Munition mehr. Was die Sache doch deutlich erschwert. Okay. Das tut weh, Sir. Du bist nicht mehr in Panik. Das ist sehr gut. Kannst dich dementsprechend hier hinstellen. Dich einmal heilen und dann in Verteidigungshaltung gehen. Du musst zweimal geheilt werden auf jeden Fall. Das sehe ich doch jetzt schon. Das kriegen wir hin, indem wir einfach direkt einmal vorgehen. Und sämtliche Punkte von Vayne dafür verbrauchen. Sehr schön. Ja, komm. Du stellst dich da hin. Ach, das war vielleicht dumm. Das war vielleicht dumm. Das würde ich direkt nochmal laden, Entschuldigung. Ich habe gerade Brad in Verteidigungsposition gesetzt. Setz ihn dann direkt davor. Das ist ja völlig bescheuert. Mir geht's nicht gut, Sir. Ach, dir geht's gut genug, mein Freund. Du stellst dich jetzt nicht mal dahin. Nicht, und gehst in Verteidigungshaltung. Du kannst dich dann. Ach komm. Okay. Ah, das war nicht viel cleverer als eben. Temp 3. Nochmal das Ganze. Du gehst hier hin. Oh nein, ja, komm. Lass das mal Vayne machen, sonst vergesse ich ihn nicht direkt. Heil ihn bitte zweimal. Wunderbar. Ja, das kriegst du gleich. Du gehst nämlich jetzt hier hin in Verteidigungsposition. So. Du gehst dahin, holst dir einmal diese Equipment Points. 50 Stück. Wunderbar. Habe ich gleich die schwere Rüstung von dir wieder drin. Und. Oh, du hast gerade keine schwere Rüstung, egal. Und die Munition, die du auf jeden Fall gebrauchen kannst. Wenn deine Waffe so ein bisschen abkühlt, kannst du das Ding in die heiße Waffe reinstecken. Du hast noch 11 Schuss. 11 Schuss sind auch nicht so irre viele. Okay, warte mal. Ich habe 1, 2, 3. Ich habe mich schon fertig. Du musst unbedingt mal geheilt werden. Und damit fange ich am besten sofort an. 1 und 2. Du heilst dich gerade auch mal selbst. Warte mal, kannst du eigentlich da in die Ecke stellen? Das bringt. Oh, gar nicht mal so wenig. Genau, gehen wir nochmal da hin. Und heile ich gerade mal selbst noch mit 2 Punkte. Und du gehst ein Schrittchen nach vorne. Und jetzt? Und verteidigst weiter. Mal gucken, wie das läuft. Ach, von hinten kommt wieder jemand. Das ist natürlich ärgerlich. 10 Punkte! Das war nicht dein Ernst. Das war doch mal ein kritischer Treffer. Ja, okay, das läuft noch nicht so richtig gut bei deiner Verteidigung, nicht wahr? Okay. Genau, Brad, dafür bist du da. Eigentlich solltest du angeschossen werden, aber okay. Sehr gut, Brad. Du hast deiner Chefin gerade mal den Hintern gerettet. Ein Teufel ist gestorben. 1, 2, 3, 4. 5. 6 Leute sind da, alles in Ordnung. Ja, du könntest vielleicht ein bisschen mehr Leben gebrauchen, aber ansonsten geht's dir eigentlich ganz gut, würde ich mal sagen. Geht klar, Sir. Du wiederum müsstest eigentlich fast schon wieder zurücklaufen und den Typen da hinten töten, aber das wird so nicht funktionieren. Weswegen du
Warte mal, wir sparen erstmal auf Temp 5. Yes. Folgender waghalsiger Plan. Du gehst mal dahin. Und sägst ihn kaputt. Das wäre schon mal das Erste gewesen. Dann gehst du... Du musst jetzt von hinten anlackiert werden, nehme ich mal stark an. Das ist nicht so geil. Ja, dann kann man mal hoffen, dass diese Laser jetzt hier nicht losgehen. Stellst du dich dahin, heißt dich einmal und bist gleichzeitig die Deckung für deine Chefin. Du machst auch nicht so richtig viel Hilfreiches, wenn ich mal ehrlich bin. Aber mal, du kannst mal in Verteidigungshaltung gehen. Und sogar noch einmal so schießen. Naja, gut. Du könntest ebenfalls in Verteidigungshaltung gehen. Oh. Und auch nochmal schießen. 6 Punkte. Das wünsche ich. Du bist wieder in Panik. Das ist nicht gut. Und du sollst langsam mal aushelfen mit der Panik. Warte mal, du gehst mal jetzt dahin. Warte mal, kannst du vielleicht auch noch ihn attackieren? Oh, kannst du auch? Na, dann mach das doch bitte mal. Dann schießt er einmal und kriegt gleich mal 3 Schüsse ab, oder? Sehr gut. Ah, der dritte hat leider keinen Schaden gemacht. Der ebenfalls nicht, sehr gut. Oh ja, Wayne. Okay, kurze Frage. Ist jemand gestorben von mir? 1, 2, 3? 4, 5. 5 erscheint mir ein bisschen wenig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wenn ich richtig zähle, erscheint es mir nicht mehr ganz so wenig. Weiß nicht, wo ich war. Ich glaube, Temp 3 sind wir jetzt wieder. Wayne. Ja, Wayne, es geht los. Es wäre ganz geil, wenn du vielleicht mal... Ist der neu? Nee, ist er nicht. Geh doch bitte mal dahin. Warte mal, du brauchst 12 Punkte Heilung. 12 ist echt viel. Egal. Stell dich dahin. Schießt du auf irgendjemanden, auf den da? Allzeit bereit, Sir. Okay. Hätte ich nicht machen sollen. Egal. Dreh ich mal in die Richtung. Heil ihn bitte mal komplett. Dein Erste-Hilfe-Päckchen muss so groß sein, das ist eigentlich ein Erste-Hilfe-Wagen, den du hast. Genau. Genau, du schießt einmal. Und gehst in Verteidigungshaltung, natürlich. Du machst... Ja, dasselbe. Da mal zwei Leute auf dich einschießen, was schon mal ziemlich gut ist. Genau, dich kann man noch ein bisschen heilen. Ihr seid ein bisschen auf euch allein gestellt gerade. Okay, und jetzt müssen wir uns auch nochmal umdrehen, weil wir brauchen das noch. Gut, die beiden haben wir. Von da unten kommt eventuell noch jemand. Müssen wir uns gleich mal angucken. Obwohl, bleib erstmal hier und heil dich noch ein bisschen. Die 3 Punkte hast du noch übrig. Hm. 4 Punkte sogar. So, mal gucken, wie es läuft. Und jetzt kriegst du wieder 2 Schüsse ab, nicht wahr? Der erste ohne Schaden. Der zweite auch ohne Schaden. Aber ist hier nicht gerade erst einer gespawnt? Ich hätte doch gerade erst in der letzten Runde hier einen erledigt. Ich dachte ganz kurz, ich halluziniere. Und Nox tötet ihn. Wunderbar. Oh, 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 da ist jemand gestorben von mir. Okay, 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 das ist nicht gut. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das ist schlecht. Werden wir also ganz mal kurz laden auf, war das Temp 3? Ja, ich glaube schon. Du bist gestorben, weil dieser Laser losgeht. Okay, okay, ich verstehe. Okay. Du erledigst ihn aber gleich, das ist das Problem. Okay, dann machen wir es doch mal... Ja, heul nicht rum. Geh mal bitte mal dahin. Und dann heilst du dich bitte zweimal schon mal. Genau, Wayne. Genau, du gehst mal eben hier dann hin. Und heilst ihn eben zweimal. Sind wir an 6 Punkte noch. Hat er jetzt 8 Punkte geheilt. Ist schon mal nicht schlecht. Bist er wieder bei 11, soweit ich weiß. Du gehst mal einen Schritt zur Seite, damit du den Laser meidest. Gehst in... Kannst du noch? Nee, kannst du nicht. Verteidigungshaltung gehen. Du kannst noch einen Schritt vorgehen. Haben wir jetzt ein schönes Squad hier und gehst ebenfalls Verteidigungshaltung. Du heilst deine Kollegin. Besser gesagt, Chefin. Vorgesetzte. Ich will fast sagen, Göttin.
Du hast natürlich die Aufgabe, jetzt ihn umzubringen. Sonst wird es ein bisschen lächerlich und heilt sich für die restlichen 3 Punkte. Eben hast du es in 2 Attacken geschafft. Ich wollte es nur erwähnt haben, aber ich will jetzt niemanden irgendwie beschuldigen, dass jemand alt wird oder so oder ranzig. Okay, achso, wollten wir uns umdrehen. Super, haben wir gleich mal wieder 4 Punkte Schaden bekommen. Und schade, nicht tot. Und 5 Punkte Schaden, okay. Letzter Schuss. Okay. Wer? Wie? Was? Okay. Wer ist denn jetzt gerade? Die Majorin? Ist da oben ein Laser? Oh, warte mal. Ist dieser Laser losgegangen? Weil ich habe mich mit Brad ja eigentlich nur... dahingestellt oder sowas. Das war jetzt... Okay, dann müssen wir es gerade mal gucken. Warte mal, wie war das denn? Du hast dich dahin gestellt und kannst in Verteidigungshaltung gehen. Ich könnte Ruhe vertragen, Sir. Ja, das mag sein. Du gehst da oben hin. In Stellung, Sir. Und bist ja eigentlich nicht vertroffen von irgendwas und gehst ebenfalls Verteidigungshaltung. Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Nochmal Temp 3, Entschuldigung. Genau, du gehst da oben hin, in Verteidigungshaltung. Wenn Sie wünschen, Sir. Du gehst hier hin und heilst dich 2-mal. Brad dürfte hier nicht groß in Gefahr sein. Yeah. Wayne wiederum dreht sich um. Nee, kann er nicht. Du drehst dich nämlich hier hin und heilst ihn 2-mal. Denn wir wissen ja auch, dass dieser Laser hier auch gleich losgehen wird. Achso, deswegen geht auch wahrscheinlich dieser Laser gleich los. Weswegen sich das Problem mit ihm eh mehr oder weniger geklärt haben wird. Dann stelle ich dich einfach mal hier hin. Und heile dich 2-mal, weil der Teufel ist eh gleich tot. Was aber auch bedeutet, dass wir uns noch einen Schritt zur Seite stellen sollten. Das heißt, du gehst mal einmal hier hin. Das war. Also, ich möchte sagen, das war verklickt, aber. Das hat er wahrscheinlich selbst schon bemerkt. So, du gehst dahin. Ja, das Ganze nochmal. Entschuldigung, du musst ja echt wirklich auf jeden einzelnen Klick achten. Das ist gerade so frickelig. Dann gehst du hier hin, heilst den Brad 2-mal bitte. Wunderbar. Es ist echt wie so ein, wie ein Schachspiel gerade. Du gehst ebenfalls dahin, heilst ebenfalls Brad einfach mal 2-mal. Da hat der Brad diese Runde 10 Punkte bekommen. Das soll aber erstmal ausreichen. Gut. Geh hier hin. Heile deine Kollegen. Dann dreh dich um und bleibe so. Du zersägst ihn, gehst hier hin und heilst dich ebenfalls noch mal, 3-mal. Ach, hier ist auch noch jemand, natürlich. Okay, dann sollst du vielleicht ihn noch ein bisschen heilen. Oder einfach dich. Na gut. Jetzt hoffen wir, dass jetzt alles glatt läuft. Auf die 3 Schüsse haben wir jetzt leider keine Antwort. Das heißt, ich habe hier meine Verteidigungsposition gesetzt, wie ich es offenbar getan habe. Völlig überflüssig, weil es einfach nur Munition kostet. Aber 7 Punkte sind auch nicht, sollten auch nicht ungestraft bleiben. Natürlich! Ah, Gottes Willen. Okay, 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 okay. Wir machen wieder Temp 3. Jeder einzelne Zug ist schlecht und gefährlich. Okay, okay. Eine Frage habe ich aber erstmal. Warum bewegen wir uns überhaupt von hier weg, wenn der Typ da hinten eh irrelevant ist? Dann kann ich mich einfach hierhin bewegen. Du, mein lieber Freund. Ach, warte mal. Wie gesagt, alles ist schlecht. Das heißt, geht einfach mal dahin. Töte ihn. Okay. Du kannst gerade nicht so irre viel machen. Geh also mal dahin. So. Ha. Right.
Kannst du mal eben dich da hinstellen und wenigstens einmal heilen? Das kannst du. In Ordnung. Dann wirst du Brad auch noch ein paar Mal heilen, wo wir gerade dabei sind. Jawohl. Okay, Brad, du hast übrigens noch 5 Schuss. Das ist nicht besonders viel. Haben wir noch weitere Munition hier irgendwo in der Nähe? Eher nicht. Die nächsten Munitionskisten erst wieder hier. Und hier ist doch echt brandgefährlich. Aber hier sind wir auch schon wieder fast am Ziel, nicht wahr? Okay, du hast 10 von 15 Schuss. Das ist doch schon mal ganz nett. Dann kannst du dich aber schon mal ein bisschen nach vorne bewegen. Und in Verteidigungshaltung gehen. Du könntest jetzt hier auf den schießen, aber was bringt uns das alles? Geh doch stattdessen dahin. Ich muss es gerade aushalten. Aber eben hat mir 7 Punkte Schaden, von daher ist es okay. Brad, du hast neue Kundschaft. Okay, ist der Teufel jetzt weg? Offenbar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Okay, dann nehmen wir das mal so hin. Gut. Wir dürfen ihn töten. Wir dürfen uns dann selbst ein bisschen heilen. Ich denke, das kann man sich rausnehmen. Und ja, du könntest jetzt darüber rennen. Ist hier. Also warte mal, du könntest jetzt hier rüber rennen. Das war jetzt eigentlich die Idee. Ich muss gerade mal gucken, ob hier noch jemand in der Nähe ist. Ja. Ja, naja, eigentlich nicht so richtig. Dann geh doch mal dahin. Heil dich auf dem Weg vielleicht mal einen Punkt. Brad. 4 Schuss hast du noch. Dann geh du doch bitte mal einen Schritt zur Seite. Schieß einmal. 4 Punkte, ist doch ganz gut. Auch du gehst mal nach vorne. Du hast 28 Schuss noch. Als auch noch einmal, sehr gut. Das ist auch eine gute Entfernung offensichtlich. Du bist hier hin. Und tötest ihn leider nicht, wie es geplant war. Sehr ärgerlich. Du versuchst ihn mal ein bisschen auszuschalten. Ah, 2 Punkte immerhin. Ah, 1 Punkt, schade. Habe ich ja wahrscheinlich mindestens vergolten. Und nochmal 2 Punkte, komm. Sehr schön, ich habe dir mehr Schaden gemacht als... Okay. Ja, das war nicht gut. Ja, ja, okay, okay, okay. Habe ich das gespeichert? Ich hoffe doch schon. Ich lade mal auf Temp 4. Temp 4 ist nicht das Richtige. Wir laden also auf Temp 3. Wieso habe ich gerade nicht gespeichert? Weiß ich gerade gar nicht. Ach, heul doch bitte mal nicht rum. Immer wieder dieses, mir geht's nicht gut. Komm. Töte ihn erstmal. Dann könntest du versuchen... Ah, hier kommt vielleicht jemand Neues raus, nicht wahr? Gut. Stell dich dahin und heile dich bitte. Okay, du gehst hier hin und heilst dir einfach mal auch. Ach nee, du hast hinten eine schwächere Rüstung, okay, deswegen kannst du das so nicht machen. In Ordnung. Ich könnte Ruhe vertragen, Sir. Wer könnte das nicht? Okay, einmal hier hin und heilen. Du schießt einmal. Komm, du gehst in meine Verteidigungshaltung. Hast du noch einmal? Oh ja, dann heil einmal ihn. Und geh dann in Verteidigungshaltung. Du solltest dich einfach nur heilen, glaube ich. Obwohl, das brauchst du nicht wirklich. Geh da vorne hin. Heil dich hier. Allzeit bereit, Sir. Du hast noch 7 Schuss und könntest... Warte mal, der geht gleich los, der Laser, deswegen... Nicht hier. Gehen wir doch gerade mal dahin und schießen ebenfalls auf dich. 3 Schüsse zurück, nicht wahr? Nur 2 Schüsse zurück. Alter Schwede. Ich habe das Gefühl, je mehr ich Verteidigungsposition setze, desto mehr Schaden machen die Leute. Also desto mehr Schaden machen die Gegner. Das war jetzt mal eben 8 Schadenspunkte.
Und dafür, dass ich den verdammten Teufel immer noch nicht getötet habe. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Ach, es sind zwei jetzt mittlerweile. Gut. Geht's los? Verteidigungshaltung. Verteidigungshaltung, mir bleibt da nicht übrig. Wir haben nur noch vier. Oh, warte mal. Vier Lebenspunkte. Vier Dingens haben wir noch. Okay, wir gehen mal dahin. Kann ich mir noch beide attackieren? Kann ich. Ja, geht es schon irgendwie. Das ist nicht dein Ernst. Okay. Dann bitte in die Richtung noch drehen. Du gehst einmal auf ihn und nochmal Verteidigungshaltung. Ja. Wunderbar. Wir müssen hier wohl gerade mal jemanden richtig heilen. Okay. Und zwar am besten mich. Ja, so sind Chefs nun mal, nicht wahr? Erstmal sich selbst heilen. Und danach weggehen. So. Ja, du sollst dich am besten auch ein bisschen heilen. Und zwar ganz schön kräftig. Mit allen Punkten, die du hast, dass du wenigstens auf eine zweistellige Zahl kommst. Da sind wir bei zwei Stellen und jetzt haben wir schon zwei Stellen plus eins. Plus zwei. So, gib ihm. Jetzt muss mal einer von den Leuten sterben. Ich habe das Gefühl, wenn ich eine gewisse Grenze überschritten wird, dann kommen umso mehr Leute. Einer ist tot, aber einer ist noch da. Natürlich zwei Punkte. So frisch geheilt. Der Teufel wahrscheinlich mal eben gerade das Pflaster abgezogen. So ganz, ganz schön. So ein schönes altes DDR-Pflaster. So richtig schön ratsch, wo die Haut noch dran ist. Keine Munition mehr. Super, das wäre der erste. Und deine Waffe ist heiß. Natur. Nicht Natur, sondern toll. Und nochmal fünf Punkte, klar. Brett. Ach, deine Waffe ist heiß. Super. Gut, jetzt müssen wir uns langsam ein bisschen auf die beiden Sägespezialisten verständigen. Wir müssen es wirklich versuchen durchzubrechen, weil sonst haben wir ein Problem. Uns gehen nämlich echt die Ressourcen aus. Okay. Ihr sollt erstmal möglichst fliehen. Warte mal, wenn hier jetzt jemand ist, ist das schlecht. Okay, Peppel ihn bitte ein bisschen auf. Ja. So gut es geht. Und es geht relativ gut bei dir. Weil du eben mal 7 Aktionspunkte hast. Was ziemlich geil ist. Jetzt hast du wieder 11. 11 ist schon mal nicht schlecht. Du wirst wahrscheinlich eh bald sterben. Okay, und du musst langsam mal, wenn du dich da hinstellst, ist das nicht so glücklich. Wenn du dich da hinstellst, kannst du zumindest nur von ihm gesehen werden. Das ist auch nicht so geil, aber du bist schon mal näher an Geschehen dran. Du bist in Panik. Das ist... Wovon? Okay, 22 von 30. Geht's los? Ja, ich denke, es geht los. Töte ihn bitte einfach mal. Deine Waffe ist leider heiß. Dann mach's am besten nicht. Musst du ihn heilen? Ja, du kannst ihn zumindest heilen. Dann machst du bitte mal. Okay, könntest du bitte einfach mal ihn töten? Das würde so vieles vereinfachen. Oder auch nicht. Musst du ihn heilen? Nein, dann gehst du bitte nach vorne und hoffst immer, dass dieser Laser jetzt nicht losgeht. Du hast keine Munition mehr. Ja, du kannst eigentlich nur noch heilen. Tschüss. Austin? Entschuldigung, das verteidigt gerade gar keiner, oder? Oh. Naja, gut. Er hat trotzdem gut überlebt. Du musst einmal überstehen. War das gerade 9? War das gerade eine 9? Ja. Okay. Ich könnte Ruhe vertragen, Sir. Ja, ich weiß nicht, wie das kommt. Dann musst du dir kurz mal die Ruhe nehmen. Du musst ihm vielleicht auch noch ein bisschen Ruhe geben. Vielleicht sogar noch einen Heilpunkt. Ob wir das nächste überleben, wage ich noch zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Aber gut, du hast nicht mehr Munition. Rennst trotzdem mal nach vorne, um dich anzuprangern. Anzupreisen, anzuprangern musste ich nicht. Du hast auch nur noch 5 Lebenspunkte, das ist irgendwie nicht so richtig gut.
Oder da hinten steht rum. Guck die Welt an, oder was? Was für ein Sack. Du bist tot. Ja, hat aber viel zu lang gedauert. Ein Schritt nach vorne und auch du musst nach vorne, weil dann kannst du vielleicht irgendjemanden, du wirst, ach. Wenn die wünschen, Sir. Ja, ich wünsche. Du heilst sie aber mal. Ist kein Zustand hier, was du machst. Und ich befürchte, dass jetzt jemand sterben wird. Okay. Ein bisschen überraschend, dass Brad angegriffen wird, aber gut, dass er sich gerade geheilt hat. Okay. Da ist schon wieder jemand Neues gekommen. Okay, und sie ist tot. Gut. Ich sehe schon, ich muss Temp 4 mal wieder laden, aber ich sehe, die Zeit ist mir langsam abhanden gekommen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin auf einem so guten Weg, dass ich fast schon weinen möchte vor Glück. Aber noch nicht ganz vor Glück. Moment. Weil hier durchzukommen ist echt gerade ein Krampf. Weil hier einfach zu viele Leute gerade rauskommen. Ich glaube, ich muss meine Leute kommen. Ich muss einfach schneller machen. Aber dieser Bereich hier ist einfach super. Dieser Bereich hier ist einfach, kannst du mal. Genau. Dieser Bereich ist einfach super gefährlich, weil er von hier hinten angegriffen werden kann. Von hier komplett alles. Also von der ganzen Riege hier kann er hier angegriffen werden. Hier sind reichlich Leute. Im Prinzip muss ich mich wirklich entscheiden, will ich jetzt von den Leuten angegriffen werden hier? Oder von den Leuten? Ich möchte, glaube ich, lieber von den Leuten hier angegriffen werden. Weil hier noch zwei Munitionspäckchen sind und ich mindestens in diese Richtung gehe. Also wenn ich mich zum Beispiel hierhin begebe, hier außen rumlaufe. Wenn die auch nur versuchen, dann hier unten hinzukommen, mich dann auch die lange Sicht zu beschießen. Deswegen komme ich dann hier in die Ecke und das wäre dann irgendwann ziemlich fatal. Also muss ich versuchen, diese beiden Damen und Herren, also wer ist das denn? Einer von beiden und Frau Rutherford, muss ich versuchen, hier in die Mitte mitzuziehen. Oder versuchen, vielleicht hier rumzukriegen, genau, einfach hier unten hinzustellen. Dann wirst du vielleicht hier so ein bisschen beballert, aber ich muss versuchen, einfach die hier so runterzuziehen, gleichzeitig die den beiden Deckung geben, damit er hier abgefangen wird. Dann kommen die beiden hier in die Deckung, das ist so ein bisschen mein Plan gerade. Sind hoffentlich dann wieder halbwegs geheilt nach einer Runde, wenn ich dann hier die mal belasse. Da oben spielt ja keine große Rolle mehr. Vielleicht kannst du auch schaffen, die beiden dann irgendwann schon einmal hier rumzuziehen oder oben rumzuziehen, ist eigentlich egal. Und ihr müsst hier weiterhin irgendwie Deckung geben. Das wird sehr interessant. Ein großes Problem wird allerdings sein, dass wir gerade wenig Munition haben. Hier sind zwei, genau, Munitionskisten, die habe ich gesehen. Das wäre natürlich günstig, wenn wir die angehen könnten. Ich sehe aber eher so, dass wenigstens eine von denen hier angegangen werden muss. Und ansonsten müssen wir uns ein bisschen durchkauern. Oder durchhoffen, sag ich mal. Aber durchhoffen werden wir uns erst in der nächsten Folge, am nächsten Donnerstag. Ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile schon seit 8 Folgen oder so wenigstens an dieser Mission dran. Aber ich glaube, es geht vorwärts. Ich bin guter Dinge wieder. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.